Herzlich willkommen zum Brain and Soul Talk. Ja, die Begeisterung des Herzens ist die Quelle jeder großen Unternehmung, sagte mal Giuseppe Manzini. Wir haben es gerade eben gehört. Und ich freue mich riesig, dass wir heute über ein wirklich wichtiges Thema in diesen Zeiten sprechen können, nämlich Begeisterung. Und das Thema lautet nicht umsonst Begeisterung in herausfordernden Zeiten, jetzt erst recht. Und ich freue mich, dass wir heute einen Mann hier haben, der dazu wirkliche Forschung betrieben hat, aber auch tiefe philosophische Erkenntnisse damit verbindet und praktische Erkenntnisse in Unternehmen. Und wir werden dem auf die Spur gehen, warum Begeisterung eigentlich so wichtig ist und was Begeisterung eigentlich genau bedeutet. Da gibt es schon auch ein bisschen genauere Definitionen, die zu beachten sind. Und wie sie bei Menschen funktioniert, wenn es dann funktioniert, was sie wirklich auslöst. Und natürlich super spannend, wie man Begeisterung bei sich, vielleicht auch unter widrigen Umständen oder bei anderen, wirklich, also echte Begeisterung auslösen kann. Und deswegen freue ich mich natürlich riesig mit dem Philosophen und Bestseller-Autor, der schon über 50 Bücher geschrieben hat, mit dem Inspirator und ja, der ist auch Denkbegleiter für Unternehmen zu sprechen. Er ist auch legendär für seine Reisen. Er macht wahnsinnig tolle philosophische Reisen, unter anderem auch nach Griechenland, wo man echt den griechischen Göttern begegnen kann. Und er unterrichtet Wirtschaftsphilosophie an der HSBA in Hamburg. Und vor kurzem hat er mit vielen tollen Menschen zusammen die neue Platonische Akademie gegründet und auch initiiert 2019. Bitte begrüßt mit mir Dr. Christoph Quarch. Christoph, lass mal kurz von dir hören. Du bist hier bei uns. Ich bin da, lieber Michael, und ich bin ganz happy, heute bei euch zu Gast sein zu dürfen. Und danke dir natürlich sehr für diese über die Maßen freundliche Begrüßung. Jetzt hast du die Latte natürlich verdammt hochgehängt und ich bin jetzt schon ganz nervös, weil ich nicht weiß, ob ich sie wirklich überspringen kann. Aber wir werden das, glaube ich, mit vereinten Kräften und mit der Unterstützung meiner Götter im Rücken zu Wege bringen. Wollte ich gerade sagen. Also wer diese Götter im Rücken hat und im Gepäck, dem kann Apollo und so weiter, dem kann ja nun wirklich nichts schief gehen. Und ich freue mich wirklich großartig. Und jetzt würde ich am Anfang gerne mal von dir wissen wollen, was ist denn überhaupt Begeisterung? Es wird immer so viel drüber geredet. Und ja, es gibt auch Motivation und Faszination und Leidenschaft und so weiter und so fort. Kannst du vielleicht eine kurze Definition abgeben, was du unter Begeisterung verstehst und was wir jetzt eigentlich heute Abend besprechen? Ja, das ist natürlich gar nicht so leicht gesagt wie getan wie gesagt, denn Begeisterung ist komplex, ne? Und wenn das nicht so wäre, dann wäre ich auch nicht auf die verwegene Idee gekommen, ein komplettes Buch darüber zu schreiben. Und wie schwierig, aber dann auf der anderen Seite vielleicht auch hilfreich es ist, das zeigt die englische Sprache. Denn ich würde natürlich gerne mein Buch auch ins Englische übersetzen. Der Titel ist Begeistern und da stehe ich sofort vor einem Problem, weil man kann Begeistern nicht ins Englische übersetzen. Man muss sich helfen. Aber die Worte, mit denen man sich hilft, die machen uns wiederum etwas verständlicher, was das Phänomen Begeisterung tatsächlich ist. Nämlich sind eigentlich drei Worte, die man im Englischen zusammennehmen muss, um zu begreifen, was Begeisterung ist. Das wäre Inspiration, Enthusiasm und Passion. Also Inspiration, Enthusiasmus und sagen wir mal Passion, Leidenschaft. Ne? Und ich glaube tatsächlich, was wir Begeisterung nennen, ist so ein Mix aus alledem. Es hat etwas damit zu tun, dass wir, wenn wir begeistert sind, wirklich von Leidenschaft ergriffen sind. Ja, das kennt jeder, der mal irgendwie von sich reklamieren würde, er ist begeistert, ihn ergreift eine Leidenschaft. Und das ist wichtig, im Wort Leidenschaft steckt Leiden. Also es ist nichts, was wir aktiv tun, sondern etwas, was uns gleichsam ergreift. Es kommt über uns, genauso auch die Begeisterung. Und das indizieren auch die beiden anderen Worte. Inspiration vom lateinischen Inspiratio ist eigentlich wörtlich übersetzt Begeisterung. Spiritus, der Geist, tritt in uns ein. Ein Zustand, den gerade kreative Menschen kennen. Ja, die wissen, plötzlich, zack, ist ein Moment, ein Augenblick da und jetzt ist die Leidenschaft da. Jetzt sind sie begeistert für das, was sie machen. Und das Wort Enthusiasmus ist im Prinzip auch wieder ein Synonym für Begeisterung, kommt aus dem Griechischen, en, theos,
den Geist, den Gott in sich haben, sagt dieses Wort wörtlich. Auch das ist diese Erfahrung einer gehobenen Gestimmtheit, ja, eines Zustandes, von dem wir wissen, da sind wir irgendwie mit einer anderen Dimension der Wirklichkeit in Kontakt, die uns eben auch bereichert, die uns mit Lebendigkeit, mit Energie, mit Schwung, mit Kraft versorgt. Und all das fließt in diesem, wie ich finde, sensationellen deutschen Wort Begeisterung zusammen. Also man kann sich allein schon für dieses Wort begeistern. Du bist offensichtlich ja begeistert und ich bin auch, ich bin ja begeistert, wenn du sprichst. Das ist ja schon mal ganz interessant, dass du jemanden begeistern kannst. Das haben wir ja schon oft erlebt in Weimar damals und auch bei allen möglichen anderen Veranstaltungen. Aber du hast ja jetzt 50 Bücher geschrieben und also dich mit wirklich viel beschäftigt. Und ich habe ja mit großer Leidenschaft und Begeisterung dein Buch Rettet das Spiel mit Gerald Hüther gelesen und wirklich aufgesogen. Warum hast du dich jetzt gerade diesem Thema Begeisterung nochmal so intensiv gewidmet, auch mit einer Art Untersuchung in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen? Was hat dich da getrieben? Also eigentlich wie immer, wenn ein neues Buch entsteht, gibt es nicht nur ein Motiv oder nicht nur einen Grund dafür, sondern da kommen verschiedene Anstöße letzten Endes zusammen. Und in dem Fall war das tatsächlich so, dass ein Unternehmen, mit dem ich seit längerem schon zusammenarbeite, an mich herangetreten ist mit dem Wunsch, dass ich vor 4 oder 5 Jahren mal einen Vortrag über Begeisterung für die halten sollte, weil sie für ihre Arbeit Begeisterung was etwas Wichtiges und Kostbares erkannt haben. Und dann habe ich mich mit diesem Thema mal etwas eingehender beschäftigt, was ich in der Form vorher tatsächlich noch nicht getan hatte. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, dass Begeisterung insofern einfach echt cool ist, weil mit diesem Stichwort, gerade wenn man auf die Welt der Unternehmen zugeht, man quasi im Handgepäck etwas mitbringt, was für Unternehmen wichtig ist, was für uns alle wichtig ist, aber worüber man so eigentlich gar nicht reden kann, nämlich das, was in der Begeisterung drinsteckt, der Geist. Mein Eindruck ist es, dass nicht nur in der Welt der Unternehmen, sondern überall in unserer Welt Geist genau dasjenige ist, was uns am allermeisten fehlt. Ja. Manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade in diesen Tagen der Pandemie habe ich häufig den Eindruck, man schaut die Nachrichten und was für ein Gemütszustand überkommt einen. Man ist keineswegs begeistert, sondern man ist entgeistert. Und man fragt sich, sag mal, sind die eigentlich von allen guten Geistern verlassen? So entgeistert ist man. Unsere Sprache ist sehr genau. Ja. An so etwas erkennt man tatsächlich, dass wir des Geistes entbehren. Und wenn der Geist nicht da ist, dann entbehren wir auch der Begeisterung. Anders gesagt, ich glaube, was die Welt am dringendsten braucht, ist Geist. Was wir am dringendsten brauchen, gerade in diesen pandemischen Zeiten, Daniela hat es ja in ihrer Anmoderation auch gesagt, ist Begeisterung. Und mein Buch stellt eben den bescheidenen Beitrag dar, mit den Mitteln des Denkens, mit den Mitteln der Philosophie, sagen wir mal, ein Gespür, einen Sinn für den Geist und für die Begeisterung zu wecken. Und zwar für das, was wirklich Begeisterung ist und nicht für das, was als Begeisterung ausgegeben wird. Aber ich denke, dazu kommen wir noch. Genau, also das ist ja schon eine sehr gute Einleitung oder Überleitung. Denn wenn ich dich frage, warum du dieses Thema so intensiv beleuchtet hast und dann auch noch einen Untertitel hast in deinem Buch Begeistert, wie Unternehmen über sich hinauswachsen, dann fragt man sich natürlich, was es für eine Bedeutung eigentlich für Unternehmen hat. Also wenn du vielleicht kurz mal erläutern könntest, was es im Unternehmen für Mitarbeiter und für Führungskräfte überhaupt bedeutet, sich mit Begeisterung intensiv zu beschäftigen. Ja, ich glaube, das sind auch hier wieder unterschiedliche Motive, die da eine Rolle spielen. Also wie ich es ja gerade auch schon in meinen ersten einleitenden Worten gesagt habe, Begeisterung ist zunächst einmal Energie. Das ist pure Energie und es ist deswegen so eine großartige Energie, weil sie keine Energie ist, die wir selber mühsam generieren müssen und für die wir viel Kraft aufwenden müssen, sondern das ist das, was das Wort der Begeisterung indiziert. Sie kommt gleichsam über uns. Wer begeistert ist, ist an eine Energiequelle angedockt, die ihn mit dieser geistigen Energie versorgt. Und das ist so gesehen unter einem ökonomischen Gesichtspunkt äußerst effizient, denn man muss für diese Energie nicht viel leisten. Ja? Sie ist einfach da, vorausgesetzt, sie ist tatsächlich, man ist an sie angebunden. Ja? Aus meinen Gesprächen mit Unternehmern und Managern weiß ich halt, Begeisterung ist in der Welt der Unternehmen vor allen Dingen an 2 Punkten wichtig. Nämlich zum einen im Blick auf die Mitarbeiter und zum anderen im Blick auf die Kunden. Jeder Unternehmer, soweit ich das beurteilen kann nach meinen Gesprächen, wünscht sich eine begeisterte, motivierte Mitarbeiterschaft, die voller Energie und Tatendrang und Schwung, innovativ, kreativ den Kahn des Unternehmens nach vorne bringt. Und dafür muss halt der
Geist wehen, wie wir so schön sagen. Ja, er muss halt in die Segel dieses Unternehmenskahns blasen, damit das Schiff nach vorne kommt. Und aus Beschäftigten sollen Fans werden, ne? Genau, also idealerweise. Sollen Fans werden. Also es ist eine Fankultur, die mittlerweile gewünscht ist. Das ist nach innen gewünscht und natürlich ist es noch viel mehr nach außen gewünscht, denn jeder Unternehmer oder Produzent wünscht sich Kunden, die gleichzeitig Fans sind. Und darin wird eben auch noch ein anderes Moment erkennbar. Begeisterung ist nicht nur etwas, was mit Energie versieht, sondern Begeisterung stiftet auch Verbundenheit. Wo Menschen sich gemeinsam für etwas begeistern, sind sie als Gruppe verbunden. Und wo sie eben von etwas begeistert sind, da sind sie quasi an dasjenige rückgebunden, was sie begeistert. Ne? Das wissen wir alle, wenn wir selber für irgendwas Fan sind. Ich bin ja Fan von Fortuna Düsseldorf, was nicht immer begeistert ist, sondern teilweise auch schwere Depressionen verursacht. Aber die Bindung an das, was mich wenigstens einmal im Jahr bei einem Auswärtssieg begeistert, die hält sich durch. Und deswegen kann ich jeden Unternehmer verstehen, wenn er sagt, er wünscht sich im Prinzip Kunden und Mitarbeiter, die vom Geist des Unternehmens begeistert sind. Da gibt es ja ganz viele tolle Agenturen, die sozusagen diese Fankultur lehren, ja, so die sozusagen Motivationskünstler, die da sozusagen das vermitteln. Wie siehst du eigentlich diese aktuelle Marketing- oder Consulting-Kultur bezüglich Fankultur in Unternehmen oder bei Kunden? Ja, das ist nun ein heikler Punkt. Und tatsächlich habe ich bei der Arbeit an dem Buch mich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt, weil wenn man etwas tiefer in das Thema einsteigt, einem eines sofort deutlich wird. Ja, auf den ersten Blick scheint Begeisterung fantastisch zu sein, ja, weil Begeisterung ist einfach Energie, Lebensfreude, da ist Power, da ist Kraft, da ist Verbundenheit, all das, was das Menschsein auszeichnet. Aber wenn man dann etwas weiter hinschaut, dann sieht man eben, dass es auch Schattenseiten dessen gibt, was wir so als Begeisterung kennen oder als Begeisterung klassifizieren. Ja, dann denke ich zum Beispiel an Demagogen, ja, die vordergründig große Menschenmassen zu begeistern vermögen. Ich denke an amerikanische Evangelists, die halt mit ihren Predigten ganze Menschenmassen wirklich aufpeitschen. Ich denke an islamistische Terroristen oder Fundamentalisten, die auch sagen, sie seien von ihrem Glauben so begeistert, dass sie bereit sind, andere dafür zu töten. Oder ich denke an den Nationalsozialismus, an Goebbels im Sportpalast, der halt mit einer begeisternden Rede ein Publikum dazu bringt, zu brüllen, wir wollen den totalen Krieg. Ja? Und da fragt man sich natürlich schon, wenn Begeisterung so etwas zu wirken vermag, dann ist es vielleicht doch nicht eine Sache, die wir einfach unbefragt gutheißen können. Und dann habe ich mich gefragt, muss man bei der Begeisterung, wenn ich das so sagen darf, nicht vielleicht doch eine Scheidung der Geister vornehmen? Muss man vielleicht doch einen Unterschied zwar machen zwischen einer guten oder ich würde eher sagen einer echten Begeisterung und einer falschen oder fragwürdigen Begeisterung. Ich habe dann dafür auch das Wort Beungeisterung erfunden, weil ich denke, was eben bei den Demagogen oder bei den Nazis oder bei den Fundamentalisten geschieht, das ist eben nicht wirkliche Begeisterung, sondern es ist eine Form der Beungeisterung. Wenn man einmal diese Unterscheidung gemacht hat, dann stellt sich aber natürlich im Anschluss daran sofort die Frage, ja, und wo liegt jetzt eigentlich genau der Unterschied? Denn wenn man einfach nur von außen drauf schaut, sieht es sich ja irgendwie ganz ähnlich. Ja, also du hast ja nun große, tiefe Erkenntnisse der griechischen Philosophie. Ich meine, die haben ja irgendwie schon alles durchdacht. Und kannst du uns da mal einfach ganz kurz erklären, was die griechischen Philosophen zum Thema Geist und Begeisterung rausgefunden haben? Und vermutlich, was vieles von dem, was wir heute nutzen können, noch darauf, ne? Ja, also ich kann es versuchen, aber ich würde gerne vorher noch einmal zu dem Thema Begeisterung und Beungeisterung zurückgehen. Okay. Denn da ist mir eben schon sehr daran gelegen, dass wir diesen Unterschied einigermaßen sauber einzeichnen. Was eben auch das Wort Geist bereits indiziert, ne? Oder das Wort Begeisterung indiziert, ist eben, dass die Begeisterung etwas mit dem Geist zu tun hat. Deswegen komme ich gleich auch wieder zum Geist. Ja? Der Geist aber, ich hatte es ja gerade schon mal angedeutet, ist etwas, was einem alten Sprichwort, ich glaube, es hat seinen Ursprung tatsächlich im Neuen Testament, weht, wo er will. Ne? So sagen wir, der Geist weht, wo er will. Das heißt aber gerade, er weht nicht da, wo ich es vielleicht gerne hätte, auch als Unternehmer, ja, oder als Manager. Ja. Es ist eben nicht so einfach, dass ich sage, also ich will jetzt, dass der Geist bei mir in der Firma weht oder ich will morgen früh um 7:10 Uhr, wenn ich ins Büro komme, begeistert sein. Wir alle wissen,
So einfach läuft das nicht, ja? Weil eben Begeisterung etwas ist, das mit einer, ich sage es jetzt mal so, mit einer Wirklichkeit zu tun hat, die wir selber nicht generieren können, die wir auch nicht herbeizwingen können, sondern der wir uns allenfalls offen halten können. Ja? Der Geist weht, wo er will. Und was ich eben bei den Begeisterungscoaches oder bei den professionellen Begeisterern, Animationsrednern, irgendwie Begeisterungsspeakern, die bei irgendwelchen großen Veranstaltungen wie Gedankentanken oder sowas auftreten, hochgradig problematisch finde, ist, dass sie halt mit einer Art technischem Werkzeugkasten Begeisterung artifiziell zu generieren versuchen, die aber in Wahrheit gar keine Begeisterung ist, weil was dort geschieht, ist letzten Endes, dass man anhand von einigen rhetorischen, ich würde sagen manipulatorischen oder teilweise auch konditionierenden Methoden oder Tricks in einer großen Menschenmenge eine Stimmung erzeugt, die der Stimmung zum Verwechseln ähnlich sieht, die überall da herrscht, wo Menschen tatsächlich gemeinsam von etwas begeistert sind. Wie zum Beispiel, können wir nachher gerne noch drüber reden, bei einem Rockkonzert oder bei einem Fußballspiel, wo ich glaube, dass es echte Begeisterung gibt. Ja? Aber was dort geschieht, ist, es wird eine Stimmung erzeugt, es wird dann auch im menschlichen Organismus etwas ausgelöst. Ja? Es kommt zu Hormonausschüttungen und dergleichen, die im Prinzip dem entsprechen oder dem sehr ähnlich sind, was im Zustand authentischer Begeisterung geschieht. Aber was gar nichts mit dem Geist zu tun hat. Ja? Und dann ist es nämlich gefährlich, weil dann kann ich diese Stimmung, die ich künstlich generiert habe, quasi dafür verwenden, als die Frequenz, auf der ich nun meine Ideologie, meine Marketingstrategie, meine eigenen Interessen oder was auch immer, meine, um so erfolgreicher und besser transportieren zu können. Was auch funktioniert. Das hat ja das Beispiel eben auch des Nationalsozialismus gezeigt. Das zeigen auch Reden von Donald Trump oder Herrn Erdogan oder Herrn Netanyahu oder an wen wir da auch denken mögen. Ja. Es zeigen auch erfolgreiche Marketingstrategien, die mit diesen Manipulations- und Konditionierungstechniken arbeiten. Aber mittelfristig, auch das lehrt wiederum die Geschichte, geht der Schuss der artifiziellen falschen Begeisterung, die in Wahrheit Beungeisterung ist, immer ins eigene Knie. Denn irgendwann fliegt der Schwindel auf. Und wenn der Schwindel aufgeflogen ist, dann verwandelt sich eben die Begeisterung in die gerade schon erwähnte Entgeisterung. Und entgeisterte Kunden ist nun das, was man sich am wenigsten als Unternehmer wünschen kann, weil die werden einem nicht nur selber untreu, sondern verbreiten schlimmstenfalls auch noch schlechte Stimmung und sorgen dafür, dass mir andere Kunden auch noch von der Fahne gehen. Deswegen sage ich immer, Hände weg von der artifiziellen Begeisterung. Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr enge Linie, die du da jetzt ziehst. Ne? Und vielleicht können wir uns da nochmal, wenn du später auch erläuterst, wie man überhaupt wahre Begeisterung irgendwie erschaffen kann oder den Weg dafür bereiten kann, dass der Geist eben wehen kann, dass wir doch noch mal kurz dazu zurückkommen und sagen, was ist überhaupt, was verstehst du unter diesem Geist? Weil du ja, stimmt, etwas, das wollte ich ja sagen. So wie ein Element, ein Wesen, was so quasi kommt und geht, wie es will und so weiter. Was meinst du eigentlich damit? Also man wird von der Muse geküsst. Ist es diese Muse, der Geist oder woher kommt es und was kannst du es mal eingrenzen? Ja, ich kann es versuchen. Es ist, wie gesagt, ein weites Feld. Und tatsächlich ist das, was unter Geist verstanden worden ist, auch sehr unterschiedlich interpretiert worden innerhalb der, allein schon der europäisch-abendländischen Geschichte, soweit wir das übersehen können. Aber ich will es trotzdem mal versuchen. Also zunächst einmal, meine einfachste Erklärung, aber die hilft uns jetzt im Augenblick nicht weiter, wäre immer zu sagen, Geist ist eben genau das, was begeistert. Das ist aber deswegen nicht völlig unerheblich und tautologisch, weil es etwas erkennbar macht. Ja? Auch die Metapher, der Geist weht, wo er will, ist nicht schlecht. Der Geist hat tatsächlich etwas mit dem Wind gemein. Ja? Und das zeigt auch wieder die Sprache an. Ja? Pneuma, das griechische Wort für Geist, ist der Atemhauch. Spiritus, das lateinische Wort für Geist, ist auch der Atemhauch. Also es hat irgendwie, liegt es offenbar der menschlichen Imaginationskraft sehr nahe, Geist mit Luft, mit Atem in Verbindung zu bringen. Das ist insofern nicht unerheblich, weil erstens der Atem oder die Luft unsichtbar ist und sich eigentlich nur
an ihren Wirkungen zeigt. Ja, keiner sieht den Wind, aber wenn er denn in die Segel unseres Schiffes weht und die Segel im Wind sich blähen und das Schiff voranfährt, dann sieht man, was der Geist bewirkt. Dann sieht man seine energetische Kraft. Diese Metapher der Luft ist auch insofern nicht schlecht, als sie uns hilft, eine Antwort auf die sehr schwierige Frage zu geben, wo ist eigentlich der Geist? Wo ist er eigentlich verortet? Ne? Eine Vorstellung, die viele in den Köpfen haben, ist die, der Geist steckt irgendwie in uns drin. Und wenn man dann fragt, wo, dann würde man wahrscheinlich sagen, er steckt irgendwie im Kopf. Ja? Aber dann verwechseln wir eigentlich Geist mit Intellekt oder mit Ratio. Auch da ist, an dem Punkt ist die englische Sprache auch verhängnisvoll, weil zum Beispiel die Philosophie des Geistes heißt auf Englisch das the philosophy of mind. Aber mind ist was völlig anderes als das, was das deutsche Wort Geist benennt. Ne, der Geist ist nicht in uns, sondern wir sind im Geist. Martin Buber, ein Philosoph, den ich sehr schätze, hat das einmal ganz treffend gesagt. Er sagt, Geist ist nicht wie das Blut, das in dir zirkuliert, sondern wie die Luft, die du atmest und in der du bist. Und jetzt ein dritter Punkt noch, der auch wiederum gerade bei den alten Griechen eine zentrale Rolle gespielt hat. Wenn das so ist, dann können wir auch verstehen, warum Geist offenbar etwas ist, was wir mit anderen teilen oder was uns eben auch verbindet. Dieses Thema hatten wir ja schon. Der Geist, wenn wir in diesem Sprachspiel von Martin Buber bleiben, ist eigentlich etwas, das zwischen uns ist, ja, im Zwischenraum von Mensch zu Mensch. Deswegen sind wir auch vorzugsweise dann begeistert, wenn wir anderen begegnen. Anderen Menschen, aber vielleicht auch einem Kunstwerk oder einer Rockband oder einer Fußballmannschaft oder was auch immer. Aber in der Begegnung, in der wirklichen Begegnung von Mensch zu Mensch, wo wir uns wirklich aufeinander einlassen und in Verbundenheit miteinander interagieren, da wird dieser Raum des Geistes für uns plötzlich greifbar. Und dann können wir, wieder bildlich gesprochen, aus diesem Geist schöpfen. Ne? Wir schöpfen aus diesem Geist und werden darin schöpferisch. Aber das ist ein ko-kreatives, ein gemeinschaftliches Tun. Ja, der Geist, Herr Hölderlin sagt einmal, der spricht immer vom gemeinsamen Geist. Der Geist ist etwas, was wir miteinander teilen. Und gerade wenn wir miteinander im Gespräch sind und uns verstehen, und das macht sozusagen Klick, ja, dann sind wir beide quasi an etwas angebunden, was weder in dir noch in mir ist, sondern was sich in diesem Zwischenraum zwischen uns gleichsam wie eine Pflanze geöffnet hat und was uns jetzt in seiner Schönheit und in seiner Sinnhaftigkeit begeistert. Also so langsam öffnet sich ja dieser Raum für diesen Geist, ja, zwischen uns und zwischen wahrscheinlich auch in dem Kreis der Zuhörer. Wir sitzen ja jetzt schon fast schon in so einem wurmschen Dialograum im Kreis und dazwischen ist irgendwo die Erkenntnis, nämlich dass wohl offensichtlich alles in diesem Zwischenraum entsteht, ja, wie du das jetzt gerade nennst, dass dies in dieser lebendigen Begegnung von Menschen, vielleicht kannst du da nochmal kurz das nochmal vertiefen, das bedeutet ja ungeheuer viel, das heißt, wir können es nicht einfach so machen, sondern wir brauchen das Du. Ja, absolut. Mhm. Aber viele Künstler sagen ja, mich hat die Musik geküsst, die waren ja wahrscheinlich nicht im Du, die saßen irgendwo an ihrem Klavier oder so. Wie kann das sein? Also mir leuchtet das total ein, aber wenn du die Schaffensprozesse von großen Künstlern ja auch mal nachverfolgst und sagst, Mozart, ich habe eigentlich nur zugehört. Also was passiert da genau? Muss es ein Mensch sein oder kann es auch etwas anderes sein, was dann sozusagen mit dem du ins Du trittst und dich dabei erlebst? Ja, ich glaube tatsächlich, es braucht ein Gegenüber, aber dieses Gegenüber kann sehr unterschiedlicher Provenienz sein. Also in den meisten Fällen, glaube ich, ist es tatsächlich ein Mensch, dem wir begegnen. In vielen Fällen ist es auch quasi, ich sage es jetzt mal so, kondensierter oder geronnener Geist, den wir überall da vorfinden, wo wir es zum Beispiel mit bildender Kunst zu tun haben. Auch ein Kunstwerk, ein Gemälde von Van Gogh oder eine Skulptur von Rodin sind ja sowas wie geronnener Geist, zu dem wir in Beziehung treten können. Selbst noch eine kaputte oder selbst noch der Torso einer antiken griechischen Skulptur kann Rilke dazu veranlassen, dass er den Eindruck gewinnt, diese Skulptur spricht zu ihm, du musst dein Leben ändern. Also da ist eine ganz innige Begegnung auch, dann wird das Kunstwerk zum Du. Das Gleiche kann uns in der Natur widerfahren und ich glaube, sehr viele Künstler haben eben nicht den Mensch, einen anderen Menschen als Inspirationsquelle, sondern tatsächlich die Natur. Ich denke nur an die Romantik. Ja? Eine
unendliche Flut von Gedichten, die überschrieben sind an den Mond oder die Nacht oder dergleichen, ja, wo einfach ein Naturerleben von den Menschen im Zustand der Begeisterung dann verdichtet worden ist. Also das kann sehr vieles sein. Die alten Griechen, um nochmal auf sie zu sprechen zu kommen, und dann machten also unterschieden verschiedene Formen dessen, was sie eben Enthusiasmus nannten. Und da ist eben eine ganz tragende Variante die musische Begeisterung. Du hattest ja die Musen auch schon mal erwähnt. Jeder griechische Dichter war der Meinung, dass nicht er der Urheber seines Werkes ist, sondern die Muse, die gleichsam durch ihn hindurch spricht, die ihn inspiriert. Das heißt, da war auch die Vorstellung, selbst wo jetzt kein leibliches Gegenüber mir sitzt, ist es dann eben eine, wie auch immer geartete, göttliche Stimme, durch die der Geist quasi an mich herantritt und die sich durch mich selbst zur Sprache bringt oder zu Wort kommen möchte. Also diese Idee, dass letzten Endes Begeisterung etwas Dialogisches ist, die zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Kulturen hindurch. Und ja, ich glaube, deswegen tut man auch ganz gut daran, diese Traditionen und Kulturen ernst zu nehmen, wenn man wirklich verstehen möchte, was es mit der nicht artifiziellen, der nicht artifiziellen, wirklichen, echten Begeisterung auf sich hat. Es gibt ja auch die Begeisterung oder die Eros-Begeisterung von einem in der Verliebtheitsphase und so. Vielleicht magst du das kurz auch nochmal in Zusammenhang bringen, weil ich finde, diese dialogische Situation entsteht ja am spürendsten, wenn man sich quasi verliebt, wenn man jemanden trifft, den man begeisternd findet. Klar. Kurz nochmal darauf eingehen, weil viele suchen ja nach dem Eros. Ja, also bei Platon finden wir die Idee, dass der Eros, also Platon bezeichnet den Eros ausdrücklich als einen großen Daimon, und Daimon ist auch ein griechisches Wort für Geist. Natürlich, weil eben dem Eros eine ungeheuerliche Kraft der Begeisterung innewohnt. Und wenn wir uns so für uns fragen, was ist es denn eigentlich, was hat es mit der Begeisterung auf sich, wie fühlt Begeisterung sich an, dann tun wir nicht schlecht daran, wenn wir uns die Erfahrung des ersten frischen Verliebtseins ins Gedächtnis rufen, in der wir ganz unzweifelhaft begeistert waren. Und dann ist all das da, dieser Zuwachs an Energie, diese Lebendigkeit, diese Lebensfreude, aber auch dieses ganz starke Bewusstsein des Verbundenseins, ja, im Zustand der Verliebtheit, nicht nur mit dem Partner, dem nun unsere Leidenschaft gilt, sondern die Verliebten fühlen sich ja mit der ganzen Welt verbunden und wollten am liebsten jedem um den Hals fallen. Ne? Das ist eben dieses Gespür der Zugehörigkeit zu einem umfassenden, sinnvollen, großen und Ganzen, das uns eben energetisiert und dieses sichere Gefühl gibt, es ist gut so, wie es ist. Und daraus kann der Mensch dann wiederum schöpferisch werden. Also Eros ist definitiv eine begeisternde Kraft. Und beim Eros wird aber gerade ja nochmal sehr schön deutlich, dass eben Begeisterung das Gegenüber braucht, die Begegnung. Martin Buber, ich hatte ihn ja schon mal erwähnt, sagt an einer Stelle auch mal ganz schön in Ich und Du, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und wenn Begeisterung gleichsam eine Form besonders intensiven, wirklichen Lebens ist, dann ist damit angezeigt, dass sich eben die Begeisterung im Raum, im Begegnungsraum zwischen mir und einem anderen einspielt, wobei dieses andere eben der Geliebte, das Geliebte, die Muse, die mich küsst, sein kann. Oder, und das bringt uns vielleicht wieder in die Welt der Unternehmen, wo es nicht unbedingt küssende Musen und uns erotisierende Personen gibt und auch nicht geben sollte, aber doch einfache Gesprächspartner, ja, mit denen wir auch etwas von der dialogischen Begeisterung, wie ich das nenne, erleben können. Was braucht es denn bei der dialogischen Begeisterung? Weil ich liebe ja diese Gespräche mit meinen Kunden und offensichtlich auch in diesem Kreis. Was sind für dich so die wichtigsten Kriterien, dass ein Gespräch tatsächlich eine dialogische Begeisterung erzeugt? Also die Grundvoraussetzung dafür, dass ein Gespräch überhaupt zu einem wirklichen Gespräch wird und diese Begegnung, Buber würde sagen, die Begegnung von Ich und Du und nicht einfach nur die Begegnung von Ich und Es, dass diese eine echte Begegnung möglich wird, die der dann ein Begeisterungspotenzial innewohnt, was idealerweise abgerufen werden kann. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, glaube ich, zunächst erstmal das Vertrauen. Weil Vertrauen ist sowieso die Grundlage jeder menschlichen Kommunikation. Ich glaube, wo kein Vertrauen ist, da fehlt dem Raum zwischen den Menschen der Boden, und da hat dann auch der Geist seine Schwierigkeiten. Das Zweite ist eine, ja, wie soll man das sagen, eine Kompetenz, von der ich fürchte, dass sie in unserer heutigen Welt etwas unter die Räder gekommen ist, nämlich die Fähigkeit des Zuhörens.
des wirklich sorgfältigen, aufmerksamen Hinhörens, das tatsächlich bei dem anderen ist und nicht nur um sich selber kreist. Ja, viele Menschen meinen zwar, dass sie zuhören, sind aber im Prinzip immer nur in ihren eigenen Gedanken und nehmen all das, was ihnen zu Gehör kommt, letztlich durch den Filter ihrer eigenen Interessen, Erwartungen, Vorurteile, Wunschbilder oder dergleichen wahr, aber lassen eigentlich gar nicht das andere in seiner Andersheit an uns herankommen. Und genau das macht es dem Geist so schwer, uns zu begeistern. Denn der Geist kommt gerne in der Gestalt des vollkommen Überraschenden. Ja, wenn man Menschen fragt, in welchen Zuständen oder unter welchen Voraussetzungen sie sich begeistert erlebt haben, dann hat das oft sehr viel damit zu tun, dass sie sagen, da ist mir etwas zuteil geworden, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ja. Was mich wirklich überrascht hat. Dieses Überraschende, das kommt aber immer nur da, wo wir nicht das zu hören kriegen, was wir erwarten oder was wir auch gerne hören wollten, ja? Sondern wo echt etwas anderes, Unbekanntes, Neues, Fremdes, manchmal auch Befremdliches in uns, an uns herangetragen wird. Ja, und so kann es eben passieren, dass ein Mensch, der offenen Herzens und offenen Geistes sich auf etwas völlig Neues einlässt, sich plötzlich für Dinge begeistern kann, von denen er vorher noch nie was gehört hatte. Von mir aus Renaissance-Musik oder Schalke 04. Oder griechisch, ja, oder das, ja. Oder von mir aus auch die Götter eines indigenen Stammes auf Feuerland, ja. Aber wo ich mich dafür öffne, wo ich bereit bin, mich auf das einzulassen, da ist sozusagen der Weg für den Geist frei und dann kann er mich ergreifen, dann kann er eben in die Segel meiner eigenen Seele fahren und mich motivieren und voranbringen. Großartig. Also da gibt es ja ganz coole Tools, die entwickelt wurden und da komme ich gleich zu dem, ja, ich glaube, einem der spannendsten Themen heute Abend, nämlich wie erschaffe ich überhaupt Begeisterung, wenn ich jetzt sozusagen im Unternehmen, bei mir selber, das wirklich also auch echt mal etablieren möchte. Nicht einfach so künstlich, sondern dass es wirklich passiert. Und du hast ja auch in deinem Buch und auch schon in vielen anderen Büchern sehr viel darüber gesprochen, was das Spiel Bedeutung hat oder Spielen. Und ich würde dich wirklich mal bitten, dass du diese Bedeutung des Spiels in unserer Zeit, und zwar des wahren Spielens, auch im Zusammenhang mit der Begeisterung beleuchtest und dass du sagst, was für Spielformen, wir meinen jetzt nicht Gamification und Computerspiele und so weiter in dem Sinn, sondern was verstehst du unter dieser großen Begeisterung, die du selbst und auch immerhin Professor Hüther zu dem Thema Spiel hat. Kannst du uns da mal reinholen in dieses Thema? Weil das ist offensichtlich eines der großen Chancen und Wege, in die Begeisterung zu kommen. Ja, absolut. Aber es ist eben auch ein großes Thema, was an sich abendfüllend wäre. Aber gut. Also zunächst erst nochmal, ich glaube, aus dem bisher Gesagten sollte schon deutlich geworden sein, Begeisterung, oder wir können Begeisterung gut denken, wenn wir in solchen räumlichen Metaphern uns bewegen. Ja? Begeisterung braucht Räume, Begeisterungsräume, Inspiring Spaces, wie der Brite das nennt. Ja? Und ich glaube, es eignet sich kaum ein anderer Raum so gut als Begeisterungsraum wie ein Spielraum. Weshalb ich im Übrigen auch glaube, dass das, was uns Menschen wirklich begeistert, zuverlässig, sicher, wirklich begeistert, sind Spiele. Ja, all das, was nicht Spiel ist, zum Beispiel politische Kundgebungen oder auch, sagen wir mal, ökonomische Geschäfte, können uns vielleicht faszinieren, aber sie begeistern uns nicht wirklich. Irgendetwas hat es mit dem Spiel auf sich, was dem diese Begeisterungsqualität innewohnt. Und das hat wiederum etwas damit zu tun, dass im Spiel sich eben ein Raum öffnet, der sich auf signifikante Weise von dem unterscheidet, was wir aus unserem normalen alltäglichen Leben kennen. Ja? Manche Leute unterscheiden dann Spiel und Ernst, was aber Unsinn ist, weil es auch im Spielraum ernst zugeht. Ja? Aber der Spielraum ist etwas Besonderes. Auch der Spielraum ist wieder ein Interaktionsraum. Ja? Spiel findet immer zwischen mir und etwas statt. Das kann ein Mitspieler sein. Bei dem von mir so geschätzten Fußballspiel kann das ein Gegenspieler sein, der aber natürlich in Wahrheit auch ein Mitspieler ist. Es kann aber auch das Spielzeug sein, mit dem die Kinder spielen. Ich kann es sogar selber sein. Ja? Ich kann auch mit mir selber spielen, wenn ich über die Kunstfertigkeit verfüge, mich zu mir selbst ins Verhältnis zu setzen. Aber es braucht immer etwas anderes, mit dem ich spiele. Ja, das deutsche Wort spielen verlangt eigentlich immer die Präposition mit. Ich spiele mit etwas. Und
Wenn ich das einmal voraussetze, dann ist klar, Spielen ist ein kommunikatives Geschehen, eine Interaktion. Und zwar eine Interaktion, die nun wiederum sich von der nicht spielerischen Interaktion durch etwas ganz Zentrales unterscheidet, was wiederum die Begeisterungsqualität des Spieles begründet. Nämlich, ein Spiel ist zweckfrei. Ich muss beim Spiel keinen Output produzieren. Ich muss mit dem Spiel keine Rendite erwirtschaften. Ich muss keine Kennzahlen realisieren, sondern das Spiel genügt sich selbst. Ich spiele schlicht und ergreifend um des Spielens willen. Wenn ich in einem Spiel bin und nicht um des Spielens willen spiele, dann tue ich nur so, als ob ich spielen würde, tue aber in Wahrheit etwas anderes. Also Beispiel, ja, wie gesagt, ich habe ja selber lange Jahre Fußball gespielt, auch aktiv. Ne? Es gab mal eine Saison, weiß ich noch, TSV Hirschau, Kreisklasse C, Württembergische Liga, ja, wo wir von 34 Saisonspielen 32 verloren haben, ne, in der untersten Spielklasse. Aber scheiße, muss ich auf Deutsch so sagen. Ja? Wenn ich jetzt aber kein Spieler gewesen wäre, hätte ich irgendwann spätestens im Winter, als mal wieder ein Hagelschauer über dem Acker runterging, gesagt, komm, ihr könnt mich alle mal, ich mache hier nicht mehr mit, ja, weil ich, wenn es mir um den Gewinn gegangen wäre, ja, aber ich wollte einfach nur spielen. Es ging mir einfach nur um das Spiel. Und ich glaube, jeder Spieler, der wirklich Spieler ist, jede Spielerin, die wirklich Spielerin ist, weiß, Spielen ist zweckfrei, das Spiel genügt sich selbst. Und genau das gibt diesem Spielraum eine solch große Freiheit. Eine Freiheit, in der wir nun auch uns, sagen wir mal, in Rollen erproben können, wie zum Beispiel bei improvisierten Spielen, ja, die wir sonst so nicht kennen. Oder ich auf dem Fußballplatz, ja, ich war immer eine Kampfmaschine, ja, die man so von dem moderaten Philosophen gar nicht erwarten würde. Ja. Aber wir können, Kampfmaschine, Christoph. ja, wir können im Wer hätte es Spiel, gedacht? ja, das ist so, da fährt dann ein anderer Geist in mich. Vielleicht nicht der Geist von Apollon, sondern der Geist von Ares oder wem auch immer. Ja. Aber auch das gehört zum Leben dazu. Und das ist eben das Großartige. Ja. Das zeigt auch nochmal, was das Spiel, warum das Spiel so begeisternd ist oder welche Kraft der spielerischen Begeisterung innewohnt. Nämlich, es ist die Kraft der Kreativität, des Schöpferischen. Wir können neue Dinge erproben im Spiel. Wir können neue Dinge ausprobieren, weil wir ja keinem Zweck genügen müssen. Diese Freiheit, die da im Spiel entsteht, die ist etwas unendlich Kostbares und etwas unendlich Wertvolles. Und ich glaube, die ist letzten Endes die Voraussetzung dafür, dass Menschen, die spielen, begeistert sind oder eben auch, dass Menschen, die spielen, beiwohnen, begeistert sind. Hast du eine gute Idee, wie man das in einem Unternehmen üben kann oder diese Spielräume einrichten kann? Es wird ja viel von diesen Bälleräumen von Startups und so weiter berichtet, aber was würdest du sagen, hilft wirklich im Unternehmen oder was sollte man tun, wenn man mal ganz unbegeistert ist, um sich wieder zu begeistern? Ja, also der Kicker in der Kantine reicht definitiv nicht. Ja. Das führt eher zu einer gewissen Infantilisierung der Belegschaft, die man sich eigentlich nicht wünscht. Nach meiner Erfahrung, und ich habe inzwischen doch diesbezüglich einige Erfahrungen sammeln können bei verschiedenen Unternehmen, die ich auch über längere Prozesse begleitet habe, ist es zunächst mal ganz wichtig, regelmäßige Spielräume oder Spielzeiten zu etablieren. Idealerweise Räume und Zeiten, weil auch das ist etwas, was uns die, wenn man so, ja, die Phänomenologie des Spiels lehrt. Jedes Spiel braucht einen klar definierten Zeitraum und ein klar definiertes Spielfeld. Also man muss immer wissen, bis hierhin geht das Spiel und nicht weiter. Nicht um das Spiel zu limitieren, sondern um es zu schützen, damit nicht Interessen von außen in das Spiel eindringen können. Kleine Randbemerkung, deswegen gibt es auch ganz viele Spiele, bei denen die Menschen Spielkleidung anziehen. Ja? Bis zum Spielcasino war das früher so, wo du halt nur im Smoking oder im Abendkleid hin durftest und nicht mit Jeans. Ja, weil klar war, hier ist die Welt anders als da draußen. Sehr klug eigentlich. Ja, und alle alten Kulturen haben immer Spielkleidung angelegt, wenn gespielt wird. Bis zum Messgewand der katholischen Kirche. Aber das führt jetzt zu weit. Ja. Wichtig, klar definierte Zeiten und Räume, wo alle wissen, jetzt wird gespielt. Und dann gehört zum Spiel natürlich auch dazu, dass man als Teil der Spielgemeinschaft eben nicht mehr CEO ist und nicht mehr Angestellter, sondern da sind alle gleich. Im Spiel sind alle gleich. Welche Spiele bieten sich dafür an? Nach meinem Dafürhalten sind perfekt Improvisationsspiele. Was ich sehr gerne mache, ist mit einem Kollegen, der Musiker ist, in Unternehmen gehen. Der bringt dann einen kleinen Laster mit Musikinstrumenten mit, die jeder, ich sage jetzt mal, jeder
musikalisch Legastheniker wie ich sogar bedienen kann, weil das irgendwie ein Percussionsinstrument ist oder ein Daumenklavier, mit dem du nur pling, 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 pling machst. Ja, das reicht vollkommen. Und dann hat er auch einen Satz von Spielregeln. Spielregeln sind auch fantastisch. Auch hier wieder nicht, um die Leute zu maßregeln, sondern um ihnen mehr Freiräume zu geben. Und mit diesen Spielräumen kommen dann hartgesottene Ingenieure oder BWLer dazu, miteinander zu musizieren. Und sie machen eine Erfahrung des Miteinander Verbundenseins. Sie generieren, sie kreieren zusammen einen Klangraum. Und das begeistert die. Es gibt einen Versicherer in Süddeutschland, für den ich einige Jahre schon tätig bin. Da haben wir mal für die gesamte Führungsmannschaft von 35 Leuten so einen Musikworkshop gemacht. Ja. Ich glaube, 30 Männer und 5 Frauen, was schon viel über dieses Unternehmen sagt. Das ist wirklich Patriarchat pur. Die reden heute noch davon, von diesem Spieltag, den sie da miteinander hatten. Ja. Was auch gut ist, ist Impro-Theater. Kann man auch wunderschöne Sachen machen, kann man auch nochmal thematisch anbinden, wenn man ein spezifisches Thema jetzt zum Beispiel bei einer Führungskräftefortbildung genau unter die Lupe nehmen will. Vertrauen, Verantwortung, Mut. Es gibt viele Führungstugenden, Führungsqualitäten, die man auf diese Weise mal spielerisch erproben kann. Und so etwas zu verstetigen, regelmäßig dafür Raum zu geben, ist, glaube ich, etwas, was in einem Unternehmen enorme Energien freisetzen kann, dass immer wieder dieses Begeisterungsfeuer neu entfacht, was streng genommen der Firma wenig kostet, was vielleicht in seiner Effektivität nicht unbedingt in der Bilanz zu verbuchen ist, aber mittelfristig dem Unternehmen extrem gut tut. Weil da entsteht dann eben eine Unternehmenskultur, die gerade auch in Zeiten wie diesen, in Krisenzeiten, so ein Unternehmen durch schwere Zeiten durchnavigieren hilft. Was machst du, wenn du dich selber begeistern willst? Gehst du dann irgendwie kicken oder spielst du mit deinen Kindern oder was trägst du? Meine Kinder, die würde ich gerne, aber die sind inzwischen nicht mehr in dem Alter, wo sie gerne mit ihrem Papa spielen. Ja. Das ist leider nicht mehr. Also ja, und tatsächlich, meine Zeit lässt es auch nicht mehr unbedingt zu, dass ich Fußball spiele. Aber ich hatte neulich, man glaubt es kaum, glaube ich, nur 10 Tage her noch, das große Vergnügen, mit ein paar jungen Leuten auf dem zugefrorenen Fuldaauen Eishockey zu spielen. Das war wirklich begeistert. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Ansonsten Gespräche. Das ist nun mal in gewisser Hinsicht dann auch meine Deformation professionell als Philosoph, gerade meine philosophischen Reisen, die ich mache, wo ich dann halt irgendwie einen Kreis von 12 bis 15, 18 interessierte, offen geistige und offenherzige Menschen an einem begeisternd schönen Ort, an begeisternd schönen Ambiente um mich schare, um über einige Tage in einen Gesprächsraum auch mit großen Denkern oder deren Texten trete, das ist etwas, was mich selber auch sehr begeistern kann. Dann lass uns doch mal dieses Feld betreten, dieses dialogische Gespräch und so weiter. Ich selber kenne da so ein paar ja, Methoden wie von David Bohm. Kannst du uns da noch mal reinholen, was du für Unternehmen oder für Gruppen vorschlägst, um diese Gesprächsräume zu eröffnen, von ganz groß bis hin vielleicht auch zum Zweiergespräch, wie du da vorgehen würdest? Gerne. Also zunächst nochmal diese, wovon wir gerade gesprochen haben, also die wirklichen Spielräume mit Impro-Theater, Impro-Musik. Man kann übrigens auch wunderbar mit einem bildenden Künstler improvisierte Bilder zusammenmalen, so Gemeinschaftsbilder. Da habe ich auch Leute, die das machen, wirklich ganz großartig. Ist, by the way, auch etwas, was wir als Akademie 3, du hast es ja in der Anmoderation kurz gesprochen, diese neue platonische Akademie, die ich gegründet habe, anbieten, weil wir da eine Menge entsprechende Kompetenz in unseren Reihen versammelt haben. Aber das Naheliegendste für ein Unternehmen ist es natürlich zunächst einmal an der Gesprächskultur zu arbeiten, weil die Gesprächskultur ist letzten Endes die tragende Säule einer jeden Unternehmenskultur. Also, und tatsächlich auch die in vielen Unternehmen herzlich ungepflegt ist oder wo vieles im Argen liegt. Also egal, wo ich bisher hingekommen bin, Kommunikation war immer ganz schnell bei der Bestandsaufnahme ein großes Thema. Was kann man da machen? Also ich glaube, es ist auch hier ganz wichtig, dass man Gesprächsräume schafft, die im Prinzip auch Spielräume sind. Also Gespräche, bei denen es gerade nicht darum geht, am Ende eine Entscheidung getroffen zu haben, die nicht protokolliert werden, wo nicht irgendwelche Handouts ausgegeben werden, sondern wo man im Prinzip wie bei einem Improvisationstheater oder einer Improvisationsmusik
miteinander, mit dem Medium der Worte improvisiert. Und dafür ist der von dir erwähnte Dialog nach David Bohm, wie ich finde, ein ganz tolles Format, das nun auch wie bei jedem guten Spiel ein Set von Spielregeln anbietet, was der von den Mitspielern eine gewisse spielerische Haltung verlangt, ja, was auch einer Spielidee folgt, die maßgeblich ist wiederum für die Spielregeln. Die Spielidee ist, wie erklärt man das am besten? Die Spielidee ist im Prinzip etwas, was David Bohm, der dieses Gesprächsformat erfunden hat, im Prinzip durch Inspiration von dem jetzt schon mehrfach erwähnten Martin Buber, die kannten sich gut, übernommen hat. Die Idee ist eigentlich, dass der Raum zwischen den Menschen das Entscheidende ist. Wirklich innovative, kreative Ideen. Deshalb, by the way, setzt man dieses Medium auch gerne ein in Mediationen oder in Brainstorming-Prozessen, in kreativen Prozessen. Also die Grundidee ist, Kreativität, innovatives Denken, schöpferisches, vielleicht sogar disruptives Denken entsteht im Raum des Zwischenmenschlichen. Keiner hat das schon in seinem Kopf, sondern es steckt gleichsam in dem Feld, das die Gruppe, die zu diesem Gespräch zusammenkommt, bildet, drin. Und das Gespräch dient dazu, dass sich quasi dieser Spirit, der Geist, der in diesem Feld bereits latent, potent vorhanden ist, manifestieren und zeigen kann. Ich brauche dafür gerne das Bild eines Aquariums, wo im Prinzip so Blubberblasen, jetzt sind wir wieder bei der Luft, ja, die nach oben drängt, aufsteigen. Und dann kommen halt Ideen, von denen keiner sagen kann, oh, ich hatte die super Idee, sondern es ist tatsächlich ein ko-kreativer Prozess, der da entsteht. Man muss es mal erlebt haben, es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist ein tolles Tool und es lebt letzten Endes davon, dass diejenigen, die daran teilnehmen, irgendwie es hinbekommen, eine innere Haltung einzunehmen, des sehr offenen Hörens auf das, was die anderen sagen. Das Vertrauen muss sowieso gegeben sein. Eine Haltung, ich nenne es jetzt mal der Verantwortlichkeit. Das bedeutet, ich gebe wirklich nur Antwort auf das, was mir zufällt, was mir einfällt, das versprachliche ist. Ich habe da keine Agenda, ich muss keine eigenen, man muss nicht wie bei jeder Talkshow meine eigenen Meinungen innerhalb von 30 Sekunden schlagkräftig transportiert haben. Ich kann mich auf dieses Geschehen einlassen. Ja, es gibt Bohmsche Dialoge, die 30 Minuten dauern, bei denen sagt keiner was und sie waren trotzdem sehr vielsagend. Es gibt auch welche, bei denen sagt nur einer was, die können auch vielsagend sein. Also die Idee ist ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, David Bohm war ja ein Quantenphysiker, dass sozusagen aus dem subatomaren Raum die Antwort aufsteigt oder eine Aussage, die einer von den in dem Kreis Sitzenden dann ausspricht und es eigentlich egal ist, wer es dann sagt. Und es gibt auch keine Urheberschaft auf diese Aussage. Genau. Dass sozusagen diese Magic entsteht, dass da einfach tatsächlich aus dem Raum, im Zwischenraum die Antwort kommt. Also ich selbst habe das auch schon mehrfach erlebt und ich fand das immer wieder äußerst faszinierend. Ich persönlich versuche das auch sehr stark. Ich bin ja auch im Sales und in einem Zweiergespräch zu machen. Kannst du nochmal sozusagen, wenn du jetzt in einem Zweiergespräch gehst, deine Haltung, um in diesen Spielraum des Gesprächs zu kommen, beschreiben? Also vielleicht nur noch mal eines, dieser subatomare Raum von David Bohm, den du gerade erwähnt hast, in der Tat, also Bohm hat das vor dem Hintergrund seiner quantenphysikalischen Beobachtungen entwickelt, den können wir einfach Geist nennen. Und wir können das mit gutem Recht sagen, weil dasjenige, was daraus hervorgeht, sinnvoll ist. Es ist etwas, was wir verstehen können. Es ist etwas, was uns begeistert. Wenn man mal bei so einem Dialog teilgenommen hat, genau wie bei einer Musikimprovisation oder dergleichen, ich sagte, die Leute sind begeistert. Und das eben nicht von ungefähr, weil sie gemeinsam in dieses sie überwölbende Feld des Geistes eingetaucht sind. Und das gibt es auch im Zweiergespräch, ganz klar. Da gelten im Prinzip die gleichen Regeln. Das Wichtigste ist eben wirklich das Hören. Ne? Das Hören auf das, was mein Gesprächspartner mir sagt, was mein Kunde mir sagt, was mein Klient mir sagt oder in welcher Rolle auch immer der mir begegnet. Dazu gehört vor allen Dingen aber auch gerade, und jetzt muss ich mir fast selber ins Wort fallen, von der Rolle,
diese Person, mit der ich ins Gespräch komme, übernommen hat, zu abstrahieren, beziehungsweise eigentlich nicht zu abstrahieren, sondern quasi durch die Maske dieser Rolle hindurch zu blicken auf die Persona, Personare, durchklingen, also das, was durch die Funktion, durch die funktionale Maske meines Gegenübers hindurchklingt, seine Persönlichkeit wahrnehmen. Das ist der springende Punkt. Und das in der Haltung, diese Person, die geht mich etwas an. Ja, ich bin hier jetzt selber dann auch nicht nur als Funktionsträger unterwegs, sondern als Mensch, der einem anderen Menschen begegnet. Wo diese Haltung gegeben ist, ja, da öffnet sich eben dieser Raum des Zwischenmenschlichen. Wenn ich meinem Gegenüber nur gegenüber sitze und mich frage, was kann ich jetzt mit dem anfangen oder wie kriege ich ihn jetzt dazu, dass er mein Produkt kauft oder wie bekomme ich ihn dazu, dass er das tut, was ich von ihm möchte, wird in diesem Gespräch keine Begeisterung entstehen, weder bei ihm noch bei mir. Also ich benutze da immer die Haltung von Laozi, verfolge dein Ziel, als ob du es nicht hättest. Kannst du da was mit anfangen? Ja, das kann ich gelten lassen. Ich glaube tatsächlich, ich sag mal, in deiner Position, ja, für mich als Philosophen ist es noch besser, gar kein Ziel zu haben, sondern einfach zu schauen, wohin mich der Wind dieses Gesprächs tatsächlich trägt. Das jedenfalls bietet mir die Chance, auf Ideen, auf Gedanken zu kommen, auf die ich sonst niemals gekommen wäre. Kann man ja probieren, indem man es dann komplett ablegt. Ich meine das tatsächlich, dass ich das natürlich habe, aber dann lege ich es ab. Und das gibt dann genau, also ich erlebe das immer wieder, diese Ja. neuen Ideen und Begeisterung, die dann entstehen. Ich würde gerne auch nochmal einen Punkt streifen, den wir vorher nur so ja, kurz angesprochen haben, aber das ist das Thema Sinn. Es wollen ja alle über Purpose, über Sinn. Wer ein Warum hat, der trägt fast jedes Wie oder kauft jedes Produkt oder arbeitet in jeder Firma, wollen ja über Purpose sozusagen alles lösen. Ja? Wie ist denn deine Haltung zu diesem ganzen Purpose, dieser Purpose-Euphorie, dieser Sinn-Euphorie, die Firmen jetzt gerade umtreibt, wo ja quasi die Vorstände auf der Couch liegen und in sich gehen und überlegen, was habe ich überhaupt für einen Purpose, was für einen alten Unternehmen. Ja, interessantes Thema. Interessantes Thema. Also, sagen wir mal so, ich begrüße es sehr, wenn Unternehmen die Sinnfrage stellen. Ich glaube, das müssen sie auch. Ganz einfach deswegen, weil sie auf Dauer in einer sich verändernden ökonomischen Welt nur werden bestehen können, wenn sie nicht nur Produkte verkaufen, sondern auch sinnstiftend unterwegs sind oder Sinnangebote unterbreiten. Ganz einfach deswegen, weil die klassischen Sinnstiftungsinstitutionen unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel die Kirchen, inzwischen verstummt sind. Ja. Politische Parteien, wie wir alle wissen, ähnlich. Das heißt, da ist ein Vakuum entstanden. Sorry, und ich glaube, Unternehmen können in dieses Vakuum drängen und es ist ohnehin gut, wenn Unternehmen auch bei dem, was sie tun, wissen, dass sie etwas Sinnvolles tun. Deswegen, wenn Unternehmen die Sinnfrage stellen, begrüße ich das voll und ganz. Wenn sie nach dem Purpose fragen, finde ich es furchtbar. Weil nämlich Purpose tatsächlich wenig mit Sinn zu tun hat. Ja? Purpose kommt, leitet sich her vom lateinischen propondere und das heißt vorsetzen. Also ein Purpose ist ein Vorsatz. Ja, der Vorsatz, der bleibt bei mir. Ja, jetzt haben wir wieder die ganze Begeisterungsthema mit Ungeist und Geist. Ne? Wenn ich meinen Purpose definiere, dann frage ich mich, was will ich? Ja? Was will ich? Wenn ich nach dem Sinn frage, dann frage ich, was braucht die Welt von mir? Eine vollkommen andere Frage. Ja, wenn ich nach dem Sinn frage, dann öffne ich mich, ich sage es jetzt mal etwas akademisch-philosophisch, ja, dann öffne ich mich für etwas Transzendentes, für etwas, das nicht in meiner Macht und nicht in meiner Verfügung steht. Weil der Sinn, den ich mit meinem Unternehmen verwirklichen möchte, der besteht vielleicht auch dann noch, wenn es mein Unternehmen nicht mehr gibt. Der Purpose, den ich mir vornehme, der besteht nur so lange, so wie ich als Unternehmer oder als Manager dieses Ziel, diesen Purpose, diesen Vorsatz, das ist ja eigentlich die bessere Übersetzung, realisieren und verwirklichen möchte. So, und wer sagt mir jetzt, dass dieser Purpose auch sinnvoll ist? Ja, Sehr, sehr, sehr interessant, dass du das das so ist die kritisch siehst. philosophische Frage. Weißt du, diesen Diskurs, der ist schon alt. Ja, den hat schon der alte Sokrates wirklich vor 2500 Jahren auf der Agora von Athen geführt, mit seinen
Zeitgenossen und Kontrahenten, den sogenannten Sophisten. Die Sophisten Aha. waren diejenigen, die haben damals den Athener Bürgern Purpose verkauft. Ja, die haben gesagt, pass auf, wir sagen euch, was gut ist für euch zu tun und dann geben wir euch gleich noch ein ganzes Arsenal von Methoden, die ihr anwenden könnt, um euren Purpose zu verwirklichen. Kostet 8.000 Drachmen. Ja. Wirklich? Ja. Also lass es 400 Drachmen gewesen sein, was auch schon viel gewesen ist. Ja. So. Ist das umgerechnet so in heutiges Geld? Was eine Drachme ist, ist der Tageslohn für einen Handwerker. Oh. Also Sokrates konnte sich nicht die eine Drachme für die Abschrift des Vortrags von dem großen Sophisten Gorgias leisten. Ja. Aber Sokrates wollte den Leuten auch keinen Purpose verkaufen, sondern fing ein Gespräch mit ihnen an. Ja. Aha. Ganz im Sinne von David Bohm und fragt die Leute, sag mal, was ist eigentlich das Gute? Und dann geht's los, dann fängt man an zu denken. Ja, und dann öffnet sich der Raum, in den der Geist fahren kann. Und dann versteht dieser Gesprächspartner vielleicht der Unternehmer, der in Athen eine große Gerberei betrieben hat, dann versteht er plötzlich, dass es etwas Sinnvolles gibt, das er mit seinem Unternehmen verwirklichen möchte. Was immer das sein mag. Ja. Er wird vielleicht einen Beitrag zum Wohlergehen der Polis oder zur Ausrüstung des Athener Heers liefern wollen, irgendwas. Ja. Aber das begeistert ihn dann auch. Das begeistert dann auch seine Mitarbeiter. Denn das ist ja, auch wenn man das in Zeiten der Pandemie so gar nicht mehr sagen darf, aber das ist ja die schöne Eigenschaft des Geistes, dass er ansteckend ist. Ja. Wer begeistert ist, der begeistert in der Regel auch andere. Aber wenn du nur sozusagen deine Idee hast, ja, das ist jetzt der Purpose, ja, ich habe jetzt hier meinen Purpose gefunden, ich habe den aufgeschrieben und da will ich jetzt hin, dafür kannst du die Leute nicht begeistern. Dann musst du die Manipulatoren und die Tricks und die Konditionierer einladen, die halt mit ihrem Werkzeugkasten die quasi Begeisterung erwecken, bis an den Tag, was funktioniert, bis zu dem Tag, wo deine Mannschaft plötzlich begreift, ey, wir dienen ja hier nur, um den Interessen des Alten zu genügen. Und dann ist Schluss mit lustig. Vielleicht aus deiner Sicht eine generelle Krise in unserer Gesellschaft, weil wir mit Beunbegeisterung leben müssen, von vorne bis hinten, von morgens bis abends Produkte vermittelt bekommen, Purposes verkauft bekommen und gar nicht richtig leben. Also ganz ehrlich, ich glaube, da liegt tatsächlich ein Problem. Und dieses Problem ist eines, was ich jetzt gerade gegenwärtig auch in der pandemischen Situation aller Orten beobachte. Ja. Es ist doch schon merkwürdig, dass wir in dieser Krise, obwohl jeder theoretisch befragt sagen würde, wir können eine Krise als Chance nutzen, warum wir nichtsdestotrotz irgendwie zunehmend mutlos, lethargisch werden, das Gefühl haben irgendwie, ja, dass sich der Mehltau über diese Gesellschaft ausgebreitet hat. Jedenfalls irgendein Wind, der uns in die Segel fahren würde und mit dessen Kraft wir aus der Krise gestärkt hervorgehen, um den großen Herausforderungen des Klimawandels oder was sonst noch in diesem Jahrhundert auf uns zukommt, zu begegnen, kann ich jedenfalls nicht beobachten. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass es uns an Begeisterungsräumen mangelt. Deswegen ist es vielleicht aus Perspektive eines Virologen verständlich, aber aus Perspektive eines Philosophen fatal, wenn wir all das verbieten, was Menschen begeistert. Ja? Wir machen Museen zu, wo ich nun wirklich überhaupt kein Verständnis für habe, weil es erwiesen ist, dass das Infektionsrisiko in einem Museum gleich null ist. Wir machen Sportstätten zu, wir machen Kulturbetriebe zu. All das, wo der Funke der Begeisterung springen könnte, ist zu. Und was passiert? Ja, eine bleierne Schwere legt sich über das Land. Man hat das Gefühl, Deutschland wird in eine Seniorenresidenz umgebaut und es ist überhaupt kein Spirit, keine Power, keine Leidenschaft, keine Lust, keine Lebensfreude, es ist nichts zu sehen. Ja. Und das, kein Eros. Kein Eros. Eros. Versucht ihr mal, unsere führenden Spitzenpolitiker, ob sie nun Lauterbach oder Merkel heißen, mit Eros in Verbindung zu bringen. Fällt schwer. Ja? Und das ist ein Symptom. Ja? Das ist das Symptom für eine Zeit, in der wir nicht genug miteinander im Gespräch sind, wo die Dialogräume fehlen. Ja? Sowas wie das hier, was wir hier gerade machen. Ja? Jetzt auch nur digital. Das wäre auch nochmal eine andere Qualität, wenn wir auch physisch miteinander interagieren könnten. Ja? Aber genau das ist es, was unsere Welt so dringend braucht. Ja? Wir brauchen diese Orte, an denen Menschen sich aneinander, miteinander begeistern, wo sie sich in Ideen finden, wo sie gemeinsame Visionen entwickeln können. Was wir aber machen in der Politik, aber leider, leider, leider auch in vielen, vielen Unternehmen ist, wir verwalten den Status quo und wundern uns, dass keiner mehr begeistert ist. Ja, ich wundere mich nicht.